Also, wie gewünscht, probieren wir nochmal den Entdecker als Holzfäller mit dem Hackebeil. Ja, welche Schwierigkeitsstufe, Leute? Auf 0 könnten wir es vielleicht schaffen. Auf 3, ich weiß es nicht. Also, ich glaube, 3 schaffe ich echt nur mit dem Fernkämpfer. Mit den Nahkämpfern verkacke ich es immer. Auf 2. Eieieiei. So, jetzt die Frage, wie müssen wir den bauen? Womit macht er seinen Schaden? Klar, mit der Axt, logisch. Aber was ist sein Gimmick? Es spawnen viele Bäume. Extra viele Bäume. Theoretisch könnte man das kombinieren mit Technik und dann dem Item, was aus einem getöteten Baum einen Geschützturm macht. Ich glaube nicht, dass der Holzfäller auf Technik geht, oder? Das ist halt merkwürdig irgendwie. Ich weiß nicht so richtig, wie ich den aufbauen soll. Wir könnten auf Glück gehen. Weil extra viele Bäume bedeutet auch extra viele Chancen, dass aus diesen Bäumen Kisten rauskommen können. Na? Allgemein ist Glück eigentlich ein ziemlich guter Stat, wenn man den so richtig vollpumpt. Wir können es versuchen. Bisschen ausweichen, weil er Nahkampf ist. Glück. Wir sammeln nicht viel Material auf mit dem. Das ist das Problem. Die Gegner droppen ja extra wenig, ne? Oder? Minusmaterialien von Gegnern fallen gelassen. Das heißt, Effekte, die auf Material einsammeln beruhen, würde ich auch auslassen. Übrigens schön, dass du Abend streamst, auch wenn es kein Pokémon ist. Hätte ich doch Pokémon machen sollen? Ich weiß nicht. Ich hatte irgendwie mal wieder Lust auf Potato. Das haben wir jetzt so bestimmt schon seit, weiß ich nicht, 4, 5 Tagen nicht mehr gehabt. Ja. Glück. Glück. Das ist Ball. Und noch eins. Und EP gewinnen. EP-Gewinn auch noch sperren. Dann haben wir 3 Sachen gesperrt. Können wir uns gar nicht leisten nächste Runde. Das macht keinen Sinn, so viel zu sperren, wenn man sich's nicht kaufen kann. Nee. Also Schaden habe ich schon. Du kennst mich doch, ich habe voll den Schaden. Explosionsschaden. Nee, das machen wir nicht.
Ich habe gesagt, solche Effekte wollen wir eigentlich weglassen. Aber er ist kostenlos und reduziert bloß den Fernkampfschaden. Den können wir mitnehmen. Ja, stimmt. Dein Dachschaden gleicht das wieder aus. Oh, doch. Spawnen noch mehr Bäume. Glück. Vielleicht nicht für. Ich hätte vielleicht doch erstmal das Beil nehmen sollen. Na gut. Das Schaden ist echt ein bisschen gering, ne? Das ist echt schlimm, wir machen zu wenig Schaden. Aber solange wir quasi immer nur die Bäume abfarmen, kriegen wir auch unsere Ressourcen rein, theoretisch. Und eine hohe Chance auf Kisten ist eigentlich auch gut, ne? Bin mir nicht sicher mit dem Charakter, ob das was wird. Heute Abend gesellt sich gegebenenfalls ein Scissor dazu, wenn ich mir das leisten kann. Was? Ich hab. Achso, da. Ich habe mir ein gutes Timbre zu teuer gekauft für 650k. Was macht man mit dem? Also ich weiß, es ist Kampf-Pokémon, ne? Ist das gut für PvP oder wofür ist das? Tempo ist eigentlich ganz wichtig, eigentlich. Wir laufen wirklich von Baum zu Baum die ganze Zeit, ne? Theoretisch. Das war ja minimal fehl. Fernkampfwaffe wäre eigentlich viel, viel geiler auf dem, weil man dann wirklich von Baum zu Baum laufen könnte und dabei auch noch Gegner umbringt, statt nur wegzulaufen. Wisst ihr was? Also theoretisch wäre, wenn der jetzt schief geht, würde ich den nochmal versuchen mit einer Fernkampfwaffe. Wäre ein Versuch wert, finde ich. Zauberstab. You are a wizard, Harry. Wingardium Leviosa. Schon ganz schön auf die Mütze da. Bisschen Rüstung. Aber wieder Minusschaden. Ja, wir haben glaube ich genug Bäume. Wir brauchen hier noch extra Früchte dazu.
Glück, hatten wir gesagt. So viele Gegner werden aber gar nicht sterben. Weil wir mehr oder weniger vor den Gegnern wegrennen. Ich weiß gar nicht, wie wir den Boss am Ende machen sollen. Ist so ein Mist. Das könnte echt gut ausgehen. Wir sammeln ganz viele Kisten ein. Tempo. Okay. Alter, wie geh mich zerfetzen? Fuck! Wie soll ich denn zu den Bäumen kommen? Chance. Ja. Rüstung oder LP? Noch ein Beil. Und noch so eine Tasche. Welle 8, Welle 8. Ich habe jetzt so die Sorge, dass das jetzt das Ende des Runs sein könnte. Welle 8 ist die Welle, wo die Charger kommen und die Fernkämpfer. Die ist unschön. Kommt da wirklich drauf an, wie viele Fernkämpfer am Ende dann rumrennen. Eigentlich. Tempo ist irgendwie voll gut hier. Einfach bloß wegrennen und Bäume zu hacken. Ich weiß bloß echt nicht, wie ich am Ende den Boss damit besiegen soll. Das lief ja gar nicht mal so schlecht, oder?
nochmal Tempo. Wenn du dich nicht bewegst, nee, sowas machen wir nicht. Lebensentzug. Ich weiß halt nicht, ob wir überhaupt Lebensentzug brauchen oder ob wir uns einfach nur durch die ganzen Früchte wieder heilen. Und ich will jetzt keine negative Ernte sammeln, das wäre auch blöd. Alles klar, Shadow. Wir sehen uns morgen. Danke fürs Reinschauen. Eier. Können wir uns das leisten? Moment, Moment. 64, ja, können wir. Plus EP-Gewinn, minus Lebensabzug. Naja. Guck mal, jetzt haben wir auch eine ganz schöne große Reichweite mit den Waffen, was auch nicht schlecht ist. Wir können relativ schnell und gut wegrennen und treffen die trotzdem noch hinter uns. Da muss ich ein bisschen besser aufpassen mit dem Ausweichen. Ich laufe zu sehr rein. Nicht schlecht. LP zu heilen, wenn man das aufsammelt. Ja. Angriffstempo, Lebensabzug. Jetzt die Frage, ob das der Lebensabzug uns wirklich was helfen wird. Theoretisch schon. Wir treffen ja jetzt doch Sachen. Plus 1% Schaden pro 1% Tempo. Wir haben gerade ein Tempo von 36. Nice. Wir verlieren 5% Schaden, aber gewinnen 36, insgesamt 31 dazu. Ja. Chance von 5% den Wert der aufgesammelten Materialien zu verdoppeln. Bei Welle 11 lohnt sich theoretisch eigentlich schon noch, ne? Später hätte ich es nicht gekauft, aber jetzt würde ich es eigentlich schon mitnehmen. So, jetzt kommt Welle 11. Welle 11 steht bei mir da. Ihr seht das gerade nicht wegen meinem fetten Schädel. Moment. So, ja, Welle 11 steht da. Schwarm. Eine Horde wird in Welle 11 erscheinen. Bin ich ja mal gespannt. Ja. Baum leider nicht erwischt. Speedy Bee, Speedy Bo, die schnellste Maus von Mexiko. Speedy Bee, Speedy Bo, die schnellste Maus von Mexiko. Okay, okay, ich lasse es sein. Ja, na? Der ist doch nicht schlechter Charakter, wenn man weiß, wie er funktioniert.
Vor allem, ich denke, der dominiert dann durch die ganzen Items, die man findet, durch die Bäume. Extra Bäume, extra Items. Deshalb habe ich ein bisschen auf Glück gesetzt. XP gewinnen. Das ist kritisch. Nächstes Mal vielleicht. Findest du keinen Arbor? Was ist da los? Achso, du versuchst einen Hidden Ability Arbor zu finden. Das ist natürlich wieder ein ganz anderes Thema, ne? Black Medallion, das macht aber auch bloß was 20% höher oder sowas, ne? Also du hast eine 5% Chance, dann hast du eine 5. Ja gut, das ist eigentlich dann gar nicht mal so wenig, oder? Plus 12% Lebensabzug. Plus 2% Schaden pro Lebensabzug. Also ja, das ist nicht viel, aber. Würde es eigentlich schon nehmen, muss ich sagen. Weil ich die ganze Zeit ja mit den Äxten auch was treffe. Dann heile ich mich damit. Ich bekomme zwar einen Schaden pro Sekunde, aber das ist gar nicht so viel. Ich hätte gerne noch ein bisschen mehr Ausweichen oder Rüstung. Aber Stufe 1 Upgrades sind scheiße. Stufe 4 Beil. Das speichern wir uns. Okay, weiter geht's. Cool wäre ja noch irgendwie ein Item mit dem Effekt, das irgendwas macht, wenn zum Beispiel ein Baum stirbt, also ein Turm oder sowas, ne? Oder irgendwas, wenn ich eine Frucht einsammle oder sowas. Das wäre krass. Mich juckt es in den Fingern, Tastaturcontroller umzudrehen, aber ich will sehen, ob du das schaffst. Ist gut. Max LP. Dann schnappen wir uns mal das Beil.
upgraden dieses hier, das dazu. Umhang. Plus 5% Lebensabzug, plus 20% Ausweichen. Das sperren wir mal. Aber eine bessere Situation werde ich nicht finden, die umzudrehen. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Warum willst du mir das antun? Fuck, Alter, ich krieg grad übel Schaden. Das sind die Bäume. Nein, der Run ist zu Ende, ey. Ich muss hier rein, ich muss hier rein, ich muss Bäume fressen, ich muss Bäume fressen. Ich dachte, ich bin tot. Ich dachte, ich bin gestorben. Oh. Ich dachte, ich bin gestorben. Okay. Alter, warum kriege ich so viel Schaden, ey? Ich hab doch... Ja, ich weiß nicht. Irgendwas fehlt hier. Aber jetzt habe ich so viel Ausweichen und Rüstung. Muss doch jetzt klappen. Ich bin mir echt unsicher, wie ich am Ende den Boss so machen soll. Einfach nur wegrennen oder was? Ich schaff doch nie und nimmer den Boss mit diesen Äxten platt zu hauen. Theoretisch muss ich den Boss ja nicht töten, ich muss ihn bloß überleben. Welle 16. Wobei der Schaden ist eigentlich auch gar nicht niedrig, oder? Durch die ganzen Items, die wir jetzt dazu bekommen haben, durch das extrem hohe Glück und die vielen Bäume, haben wir eigentlich auch richtig viel Schaden angesammelt, muss ich sagen. Habe ich so gar nicht erwartet. Bloß hält der Charakter nicht aus.
Baby mit Bart. Wenn ein Gegner stirbt, feuert die Leiche Kugel mit 2. Nee, das verwerten wir. Schaden und Lebensabzug. Crit-Chance und Elementarschaden. Von mir aus. Crit-Chance haben wir schon negativ. Elementarschaden machen wir nicht. Nee, kann man verwerten. Bis 8 Rüstung, wenn du dich nicht bewegst. Nein, danke, wir sind immer am Rennen. 8 Ernte. Bringt jetzt auch nichts mehr. Plus LP-Regeneration. Ich weiß nicht. Gibt es ein Achievement für 50 Tempo? Ich bin am Überlegen, ob ich noch die 50 Tempo holen soll. Keine Ahnung. Flammenwerfer. Nee, das Paul lohnt sich nicht mehr. Die Rüstung würde ich noch mitnehmen. Welle 17. Ich versuche noch die 50 Tempo zu knacken mit dem nächsten Level ab. Und dann kaufe ich mir mal die Fesseln hier für die LP-Regeneration und ein bisschen Reichweite. Ja. Schaden gegen 2 LP. Rüstung und Technik gegen 2 LP. Rüstung ist gut, aber Technik brauche ich nicht. Oh, verbrennen, aber wir machen keine Elementarschaden. Nee. Nee. Sammelreichweite. Elementarschaden. Projektile. Ich wollte eigentlich noch Tempo. Wo ist mein Tempo? Die LP-Regeneration wird verdoppelt, wenn du weniger als 50% LP Leben hast. Ja, ich habe keine Regeneration. Mist, ich hätte echt noch gerne die 50 Tempo gehabt. Kommt kein Tempo dazu. Was? Plus 3 Max LP am Ende einer Welle. Plus 1 LP-Regeneration am Ende einer Welle. Plus 1% Lebensabzug am Ende einer Welle. Das ist ziemlich gut, aber wir sind bei Welle 18. 18, 19, das lohnt ja kaum noch. Boah, das geht mir gerade so auf und sagt, dass ich die 50 Tempo nicht geschafft habe.
Okay. Welle 18, los geht's. Schnell, erreiche Tempo 50. Ah, wir haben es doch erreicht. Es zählt bloß, also wir sind drüber, aber doch nicht. Aber es hat trotzdem gereicht für das Achievement. Weisheit. So. Schaden ist eigentlich gar nichts. Noch ein schönes Beil. Die Rüstung hätte ich gerne noch genommen. Naja. Lohnt sich das noch für einen letzten Shop? Wahrscheinlich nicht. Das Beil sperren wir aber auf jeden Fall. Okay. Welle 19. Sparschwein, nee. Was? Am Anfang einer Welle, nee, das bringt mir nichts. Verwerten. Plus 30 Glück. Bringt jetzt eigentlich auch nichts mehr. Da würde ich lieber den Nahkampfschaden behalten. Wir sind jetzt quasi durch. Letzter Shop. Würde gerne Evoli hunten, aber die sind nur am Tag repellbar in der Safari. Mach's einfach so wie ich. Geh einfach ganz normal in die Safari-Zone und hol dir 3 Evolis raus. In einem Durchgang. Ich glaube, ich habe in einem Durchgang damals ein Bisasam und 3 Evolis gemacht. Ich hab geguckt, wie blöd er war. Das war, als ich meinen Kanto-Dex fertig gemacht habe. Ist auch noch echt ganz cool. Ja, oh ja. Oh, das ist ja so geil. Guckt euch das an. Ich kann sie mir nicht leisten. Nein! Nein!
wollte gerade sagen, ich kombiniere einfach jetzt die zwei Dreier zu einem Vierer und kaufe mir das letzte Vierer, dann habe ich sechs Stufe Vierer. Aber ich kann sie mir gar nicht leisten. Nein. Oh, ist das brutal. Soll ich noch ein bisschen Rückstoß mitnehmen? Ah, ich weiß. Brutal, oder? Naja. Das Ausweichen hätte ich gerne noch genommen, kann ich mir auch nicht leisten. Immer wenn ich was finde, kann ich es mir gar nicht leisten. Das Ball könnte man noch nehmen für 56. Ist die Frage, ob sich das lohnt. Jetzt zwei Stufe Dreier. Abzugraden zu einem Stufe Vierer. Und dann noch eine Stufe 1er wieder reinkaufen. Also die ergeben dann statt 200er, ne? Das ist jetzt insgesamt 200. Wird es dann ein 138er und ein 72er. 138 plus 72 sind tatsächlich 210. Es lohnt sich tatsächlich. Nur die Abklingzeit, ja, eigentlich auch okay. Ja, doch. Eigentlich schade, dass ich das letzte Beil nicht fertig bekommen habe, aber na gut. Ja, ich weiß gar nicht, wie wir den Boss jetzt machen sollen. Ob wir einfach auf den drauf gehen können oder ob wir die ganze Zeit einfach nur von Baum zu Baum rennen und irgendwie hoffen, dass wir das überleben. Ich weiß es nicht. Ich schätze mal, wir schlagen ihn. Oder? Jetzt kommt die blöde Phase. Keine Ahnung, wie wir den jetzt machen sollen. Achso, er kommt ja. Also was haben wir freigeschaltet? Ein Kompass als droppbares Item. Der Kryptid. Es spawnen mehr Bäume. Erhalte für jeden lebenden Baum am Ende einer Welle 12 Material und EP. Okay, dann da, also man möchte, dass Bäume spawnen, aber man möchte sie nicht umhauen. Plus 3 LP-Regeneration für jeden aktuellen Baum, der lebt. Und das Limit für Ausweichen liegt bei 70%. Plus 3% Angriffstempo bis zum Ende der Welle, wenn du einem Angriff ausweichst. Minus 100% Lebensentzug, minus 100 Reichweite und Materialien von Gegnern und Minusmaterialien von Gegnern fallen gelassen. Das heißt, den baut man volle Kanne auf Ausweichen und Hinstellen. Der bleibt stehen. Oder ja, das heißt, der muss nicht stehen bleiben. Nee, der muss nicht stehen bleiben. Aber der ist Nahkampf. Und ausweichen ohne Ende. Und man sollte halt nicht in die Nähe der Bäume gehen, weil man die stehen lassen will. Und Sprinter plus 30%. Was? Du sollst Bäume leben lassen und du kriegst weniger Materialien. Ja, dafür kriegst du aber am Ende Materialien durch die Bäume, die stehen geblieben sind, weißt du? Plus 30% Tempo. Plus einen Nahkampfschaden pro 2% Tempo. Minus Rüstung, wenn du dich nicht bewegst. Das heißt, du musst mit dem die ganze Zeit... Ja, Sprinter. Genau. Mit dem musst du die ganze Zeit rumrennen. Okay. Nahkampf und rumrennen. Ja. Was wollt ihr als nächstes sehen? Ich mach kurz Pause und ihr könnt euch noch mal was überlegen. Bis gleich.